Und wir können hier sehr schön anbieten, nach und nach ohne Operation diese Fettdepots aufzulösen. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo, liebe Beauty-Freunde. Ich freue mich. Es ist wieder Podcast-Mittwoch und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir zuhören zu wollen. Auch heute informiere ich euch über interessante Themen aus der ästhetischen Medizin, aus unserem Praxisalltag. Und da der Sommer zurückgekehrt ist in voller Wucht, dachte ich, passend dazu sollte ich doch mal wieder das Thema Fettwegbehandlungen aktivieren und hier vor allem über genetisch bedingte Fettdepots sprechen, die auch bei sogenannten streichholzdünnen Menschen einfach nicht verschwinden können, weil sie nun mal genetisch bedingt sind und mit viel, viel Fleiß, sprich Sport und gesunder Ernährung, man diese Fettdepots einfach nicht wegbekommen kann. Im Falle, dass ihr auch nicht so sehr eine operative Behandlung euch wünscht, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch im nicht-operativen Segment, sprich über mich, einiges anbieten zu können. So, und jetzt in eurem geistigen Auge stellt ihr euch wirklich eine Frau vor, die total dünn ist, super sportlich ist, ernährungstechnisch wirklich nichts verbessern kann, weil sie alles richtig macht. Und trotzdem stehen seitlich am oberen Oberschenkel Fettdepots ab, die man tatsächlich auch als Reiterhosen bezeichnet. Ihr könnt euch vorstellen, sie hat vielleicht Hosengröße 24, 25 Inch eigentlich. Aber man muss schon dann Jeans mit sehr viel Elastan kaufen, wenn man sie eng tragen möchte, weil eigentlich das Fettdepötchen an den Reiterhosen eine mega passende Kleidung unmöglich macht. Genauso bei engen Röcken, bei Kleidern. Das Ganze lässt die Silhouette wirklich in einem Lichte erscheinen, die der Frau, wie man so schön sagt, nicht kleidsam stehen. Was kann man tun? Das muss man überhaupt nicht mehr akzeptieren, meine allerliebsten Beauty-Freunde. Und wir können hier sehr schön anbieten, nach und nach ohne Operation diese Fettdepots aufzulösen. Das heißt, wir würden zum Beispiel, wenn das Bindegewebe noch richtig gut ist, in dem Fall an den Außenseiten der Schenkel hat man ja selten das Problem, dass es da schwabbelig ist. Da können wir dann mit ungefähr 3 Behandlungen Kryolipolyse sehr schön schonend nach und nach über die Monate hinweg in der ersten Fettschicht das Fett zum Platzen, zum Absterben bringen und der Abtransport, der über die Lymphe und dann über Leber und Urin erfolgt, ist sehr schonend und biologisch. Ihr habt weder Ausfallszeiten, noch müsst ihr irgendwelche Mieder tragen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch am selben Tag ins Sportstudio gehen und das finde ich sehr schön, weil das ganze Leben nicht beeinträchtigt wird und man auch nicht das Risiko einer Vollnarkose oder Dämmerschlafnarkose eingehen muss. Das ist klasse integrierbar in wirklich jeden Alltag. Dann kann man natürlich darüber sprechen, lokal an diesen Fettdepotstellen den Stoffwechsel noch zu beschleunigen. Da gibt es jetzt mittlerweile sehr, sehr schöne Enzyme und zwar Kombinationen von Enzymen, die man auch so 2 bis 3 Mal spritzt. Kann man ja sozusagen auch kombinieren an den Tagen, wo die Kryolipolyse stattfindet. Dann werden noch ein paar Zellchen mehr kaputt gehen und für immer im Fetthimmel verschwinden. Und der schöne Effekt mit diesen Seren liegt auch darin, dass sich noch die Haut strafft. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wenn wirklich nur Winzigkeiten an Fettdepots da sind, verwende ich diese Seren sogar isoliert, ohne die Kryolipolyse. Ein kleines bisschen vielleicht Hängebäckchen mit erschlaffter Haut, kleines bisschen Fettdepötchen im Hängebäckchen. Zum Beispiel wäre das eine klasse Indikation für das Serum alleine. So. Ihr habt es verstanden. Wir können, ohne dass ihr in irgendeiner Form eure Gesundheit riskiert oder gefährdet, diese unliebsamen, nicht schwinden wollenden Fettdepötchens auflösen, die genetisch bedingt sind, für die ihr, liebe Beauty-Freunde, überhaupt nichts könnt, weil sie einfach genetisch bedingt sind. Und entsprechend ist es möglich, diese nach und nach zu reduzieren und damit
eine Stimmigkeit in der Symmetrie eures Körpers wiederherzustellen. Und ganz ehrlich, wieso solltet ihr euch quälen oder denken, naja, das ist jetzt so, ich mache da nichts, da gibt es nichts, was wirklich hilft. Nein, wir können euch helfen. Es gibt keinen Grund, das hinzunehmen. Und ihr müsst auch nicht vor dem Spiegel stehen und das Ganze vielleicht irgendwann sogar als Leidensdruck empfinden. Weil das habe ich schon ganz oft erlebt. Und das muss heutzutage nicht sein. Merkt euch, in 2023 haben wir die Wahl. Sucht euch eine gute Arztpraxis aus, im besten Fall unsere, weil wir haben die Expertise seit über 12 Jahren mit schon der 5. Gerätegeneration und wir wissen, was wir tun. Nämlich auch in dem Bereich ist es wichtig, nicht irgendwo im Hinterhof mit einer Billigmaschine sich behandeln zu lassen, sondern immer auf Qualität zu achten. An der Stelle, Fett weg mit der richtigen Maschine, kommt zu uns in die Praxis Kontur, wir helfen euch. Habt noch einen wunderschönen Restsommer. Bis nächste Woche an dieser Stelle und genießt euren Feierabend. Bye, bye. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.